Die Sonne begrüßt uns am dritten Tag unseres Wochenendausflugs, was natürlich die Stimmung schon am Morgen gewaltig hebt. Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns auf unserer Reise durch Tirol begleitet. Nach einem ausgedehnten Frühstück schwingen wir uns wieder auf die NT und fahren Richtung talauswärts durch schöne Tiroler Ortschaften und wunderschöne Landschaft. Das Ziel bei diesem schönen Wetter ist klar, wir wollen ein paar Berge erklimmen. Unser erstes Tagesziel ist die Hantenjochstraße. Diese führt über 34 Kilometer vom Lechtal ins obere Inntal und erreicht dabei eine maximale Höhe von 1894 Meter. Besonders herausfordernd sind die maximale Steigung von 19%, welche nicht zu unterschätzen sind. Berühmtheit erlangte diese Strecke, so wie viele andere Straßen in Tirol auch, durch die 95 dB Begrenzung. Wir haben jedoch die ganzen Tage keine Kontrolle erlebt, vielleicht auch, weil wir mit Mitte Mai etwas außerhalb der Saison dort unterwegs waren. Passhöhe gibt es dann einen Kaffee und ein kurzes Fotoshooting, bevor es wieder talwärts geht.
erreichen schließlich Imst und fahren weiter Richtung Heiming und in weiterer Folge über den Heiminger Berg auf die Kühtei-Landesstraße. Die Heiminger Berg-Landesstraße ist eine kleine Verbindung über den Berg von Heiming nach Ochsengarten, von wo es dann weitergeht nach Kühtei. Nach einer wunderschönen Fahrt durch fabelhafte Landschaften erreichen wir Ochsengarten. Hier biegen wir ab in Richtung Kühtei. Die Straße führt uns entlang des Niederbachs, welcher sehr idyllisch gelegen ist und geradezu dazu einladet, ein paar Fotos zu machen. Nach dieser schönen Fahrt kommen wir an den Speicher Lengenthal. Dieser gehört zur Kraftwerksgruppe Sellrhein-Silz, wo auch der höher gelegene Speicher Finstertal dazugehört. Sellrhein-Silz ist eines der leistungsstärksten Pumpspeicherkraftwerke Europas.
Nach Kütei war die Frage, wo es als nächstes hingeht. Nach einem Tankstopp entschieden wir uns für einen kurzen Abstecher nach Garmisch. Es ging vorbei an der Flugschanze sowie an der Zugspitze, ehe wir wieder nach Österreich kamen. Da wartete dann das letzte Highlight des heutigen Tages auf uns, das Namlostal. Hat die GoPro beschlossen, nur noch Ton aufzunehmen. Somit darf ich mich verabschieden und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.